Und herzlich willkommen bei Hairtalk, eurem Einmaleins für die Haare. Ich bin euer Alexander, Friseurmeister seit 2 Jahrzehnten. Heute soll es um das Thema gehen, Brustbehaarung beim Mann. Kann man diese 2022 wieder tragen oder ist es ein No-Go? Hier kann ich vorwegnehmen, es ist kein No-Go, es kommt wieder in Mode. Nicht zuletzt durch das Schlagwort Positivity Body, sondern auch die Medienwelt macht es uns vor. Schon so wie die Mode der 80er, die Formen der 80er, die Haartrends der 80er heute teilweise wieder übernommen werden, so kommt auch die Brustbehaarung beim Mann wieder. Das ist nicht zufällig, das machen schon Stars vor und vor allen Dingen ist es bei der Weiblichkeit wieder gewünscht. Hierbei und hierzu gibt es einige Studien, die dies auch belegen, dass Männer mit Brustbehaarung den Damen Sicherheit bieten und das ist evolutionsbedingt auch so der Fall. Diese strahlen nämlich Männlichkeit aus und vor allen Dingen muss man sagen, wie kommt es zur Behaarung der Brust? Das kam in der Jugend. In der Jugend kam auch hier das Testosteron und dann kam die Behaarung. Und mitbegleitend dessen die Stimmungsschwankungen und die gewisse männliche Aggressivität. Das Durchsetzungsvermögen, das männliche Gehabe eben. Und dementsprechend beeindruckt und evolutionsbedingt wiegt es die Damenwelt in Sicherheit. Aber warum war dann dementsprechend die letzten Jahre alles etwas smarter? Das hat in den 90ern begonnen, dass wir immer mehr die Haare abrasiert haben am ganzen Körper, dass auch Männer die Arm- und Beinbehaarung abrasiert haben und es wurde schlussendlich zum Schönheitsideal. Was natürlich auch hier biologisch gesehen auf die Partnerschaftswahl einen erheblichen Einfluss hatte. Ausgang der 90er bis Mitte der 2000er Jahre, auch Ende der 2000er Jahre, wo dieser Trend bestand, gab es und gibt es viel mehr und häufiger Scheidungen und Partnerwechsel bis hin zu Singlehaushalten, als es vermutlich in 5 bis 10 Jahren der Fall sein wird. Weil evolutionsbedingt die Frau sich dem Mann zugeneigt fühlt, auch nach solchen Äußerlichkeiten und nicht zuletzt nach dem Geruch. Der Geruch ist auch hierbei ein entscheidender Faktor, denn sich nicht riechen können ist wohl uns allen bekannt und auch so suchen wir unsere Partner raus. Bei den Männern sieht das schon wieder etwas anders aus. Auch hier lassen wir uns von der Optik natürlich täuschen. Wir verfahren häufig nach den gleichen Mustern, wie die Partnerwahl auszusehen hat. Aber auch das ist kulturell auf dieser Welt sehr unterschiedlich. Viele Männer suchen sich die Partnerin aus nach den Kurven. Da gibt es Kulturen, wo die Kurven sehr üppig sein müssen, weil diese als fruchtbar gilt. Dann wieder im früheren Griechenland ebenso die Adonis-Figur. Die war natürlich etwas schlank, aber die Damen waren schon etwas beleibter. Und dann natürlich nicht zu vergessen, die sich für die schlanke Variante entscheiden, das hat auch seinen speziellen Grund. Die Geschmäcker und das innere Programm
das eben so abläuft. Jetzt bin ich aber mal wieder abgeschweift von der Brustbehaarung zur Partnersuche. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, tragt ihr schon oder wieder Brustbehaarung oder habt ihr sie vielleicht nie abgelegt? Einfach in die Kommentarfunktion. Ich für meinen Teil trage sie stolz nach wie vor. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video interessiert, so teile es doch mit denen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.